YouTube, was geht ab? Enduro Rules ist mal wieder am Start hier für euch mit einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Mal wieder ein Video aus der Garage. Lang ist es her. Ich glaube, das letzte Video aus der Garage war, wo ich die Karre hier vorgestellt habe. Die 2022er 300er EXC 6 Days. Headlights sind mal wieder an. Das heißt, es gibt mal wieder ein Highlight. Ja, es geht um die Abgasanlage, Freunde. Ihr wisst ja, ich habe den ProCircuit L304 Shorty seit, ich weiß gar nicht, seit 4-5 Betriebsstunden drauf, also noch nicht lange, und der ist auch noch komplett neu, wie man sieht, da ist kein Kratzer, nichts drin. Das Gute ist beim Shorty, dass der halt nicht so wirklich rausragt an der Seite, das heißt, wenn du mal umkippst, umfällst, dann kriegt der meistens nichts ab oder zumindest nicht viel. Der kommt ab, der ist auch schon verkauft, und da vorne liegt die andere Tröte. Normalerweise würde ich jetzt kein Unboxing machen, wenn ich mir eine Abgasanlage bzw. einen Endschalldämpfer hole. Aber ich habe mir gedacht, bei so einem Premium, Ultra-Premium-Produkt muss ich da kurz mal ein Video drüber machen, weil ich euch einfach voller Stolz präsentieren möchte, was ich mir gegönnt habe, und deswegen nicht lange schnacken. Seid ihr ready, habe ich gefragt. Seid ihr ready? Ich auf jeden Fall. Klapp mal das Ding noch auf, ey. Holy Macaroli. Oh Gott. Heiliges Kanonenrohr, ey. Ich habe mir extra so Handschuhe gekauft, die A, gut Grip haben, und die B, keine Fettabdrücke hier auf den Endschalldämpfer hinterlassen und den auch nicht zerkratzen oder sonstiges. Alter Schwede, ist das eine geile Nummer. Ist das eine geile Nummer. Und ich kann jetzt auch mal für euch den mal hier so anpacken. Bruder, der wiegt halt einfach nichts. Der wiegt halt einfach nichts. Oh, ist das geil. Oh Gott, bin ich hyped. Ich glaube, den meisten Leuten da draußen, die sich solche Videos angucken, muss ich jetzt nicht erklären, wie man einen Endschalldämpfer demontiert oder irgendwie montiert. Aber ich habe mir gedacht, ich mache so ein kurzes Erklärungsvideo für Leute, die sich halt damit nie beschäftigt haben oder sich dafür nie interessiert haben, was ja auch völlig okay ist. Du hast hier den Endschalldämpfer, du hast hier den Krümmer, und der wird einfach zusammengesteckt. Also der Endschalldämpfer wird auf den Krümmer aufgesteckt. Dann hast du hier praktisch, ja, ich nenne es jetzt mal die Steckverbindung, und ein Auspuffgummi mit zwei Schlauchfedern. Das ist einfach nur dafür da, dass einfach noch ein bisschen besser dicht ist das Ganze und da halt nichts raussiffen kann. Und das war's auch schon. Dann hast du halt hier ja, zwei Schräubchen, und die musst du einfach nur aufmachen. Dann musst du die Schlauchfedern ja, wegziehen von der jeweiligen Position, wo sie jetzt sind. Da ist so eine kleine Mulde jeweils für eine Schlauchfeder. Das einfach nach vorne und nach hinten rollen, nenne ich es mal, weil es einfach eine Schlauchfeder ist, die kannst du einfach nach vorne und nach hinten rollen. Nimmst du das einfach und ziehst es einfach nach hinten weg, den Endschalldämpfer, und schon ist er demontiert. Das mache ich jetzt aber off-cam. Ratsche, achter Nuss, öffnen, hier genau dasselbe Spiel, und schon ist es mehr oder weniger getan, die ganze Arbeit. Also wirklich mega, mega, mega easy, und ja, sollte, glaube ich, jeder von euch hinbekommen. Man sieht es im Hintergrund schon, noch unscharf, beabsichtigt, dass der neue Acra montiert ist. Und hier nochmal, weil ich vorhin angesprochen habe, ich will die Hülsen mal vergleichen. Das sind die Originalhülsen, definitiv Aluminium, und das ist definitiv für mich Titan. Also auch die Hülsen aus Titan. Steinigt mich, falls ich falsch liegen sollte, aber meiner Meinung nach definitiv ein anderes Material als Aluminium. Man sieht Aluminium. Und das ist für mich kein Aluminium. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es auch Aluminium und es ist einfach nur nicht Hochglanz gebürstet wie die Originalen, sondern einfach nur so matt. Kann natürlich auch sein. Deswegen, falls ihr da mehr hört, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Kurzer Vergleich, Freunde, zwischen dem ProCircuit L304 Shorty und dem Acra. Man sieht es, glaube ich, ohne dass man jetzt genau hinschaut, der Acra ist deutlich voluminöser vom Durchmesser und deutlich länger als der ProCircuit L304 Shorty. Was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, dass beim ProCircuit viel mehr Sound rauskommt oder beziehungsweise ein viel brutalerer Sound rauskommt. Aber mir ging es nicht um den Sound beim Acra, sondern um ganz andere Punkte. Und darauf komme ich dann gegen Ende des Videos zu sprechen, wieso ich mich gegen den ProCircuit und für den Acra entschieden habe. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, dann wisst ihr Bescheid. Hier in der Verpackung vom Acra sieht man den Unterschied, was die Größe betrifft, glaube ich, noch deutlicher. Dieses Akrapovic-Logo, Freunde, steht für mich für absolute Perfektion und absolute Endstufe, was die Qualität betrifft.
Und ich habe da einen ganz guten Referenzwert zwischen dem FMF 2.1 Power Core aus Titan und dem Agra aus Titan. Dazu hatte ich ja noch den Pro Circuit jetzt dran. An der SX damals ganz am Anfang noch einen HG-Endschalldämpfer. Und die kommen alle bei weitem nicht an den Agra ran. Der einzige, der wohl in die Nähe vom Agra kommt, ist der FMF aus Titan. Aber der kommt auch nicht ran. Wo kommt er nicht ran? Optik lassen wir ganz außen vor. Das spielt absolut keine Rolle. Was die Haptik und die Verarbeitung betrifft, liegen zwischen dem 2.1 Powercore aus Titan und dem Agra aus Titan nochmal wirklich kleine Welten. Das ist einfach schwer zu beschreiben, wenn ihr nicht den Agra selbst mal in der Hand hattet oder verbaut habt oder gesehen habt live, dann könnt ihr das nicht ganz beurteilen. Aber glaubt mir, wenn ihr einen Vergleich habt zwischen einem FMF aus Titan für über 500 Euro und zwischen dem Agra aus Titan für fast 600 Euro, es ist nochmal eine andere Welt. Also ich will jetzt keinen persönlich angreifen, um Gottes Willen. Aber wer diese Optik nicht feiert, der leidet wirklich an Geschmacksverirrung. Jetzt wird sich der ein oder andere zu Recht fragen, wieso man das alles macht. Wieso tauscht man einen Auspuff, der nicht mal 200 Euro kostet, gegen einen knapp 600 Euro teuren Auspuff, der aber nicht diesen kernigen, brutalen, lauten Klang bietet. Okay, also ich fange mal an. Wieso ich mich dazu entschieden habe. Das heißt jetzt nicht, dass jeder von euch dieselbe Meinung haben muss, ne? So viel mal dazu. Erstens, Lautstärke ist nicht alles. So, der Pro Circuit hat einen geilen Klang, gar keine Frage. Und ist auch laut und kernig, gar keine Frage. Aber fürs Enduro-Fahren, wo irgendwie in der Nähe vielleicht auch noch sich Leute aufhalten, die damit nichts zu tun haben, ist der definitiv schon fast zu laut. Dann wirst du teilweise auch, wenn du Rennen mitfahren möchtest, was ich in Zukunft, so viel mal dazu, auch machen möchte, teilweise ausgeschlossen, wirst praktisch nicht zugelassen zum Rennen, weil du einfach eine Karre fährst, die zu laut ist. Das ist schon mal der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, wenn du Tuning-affin bist, dann kennst du Agra. Dann kennst du einfach Agrapovic. Und Agrapovic, wie gesagt, das habe ich vorhin schon angesprochen, ist Endstufenqualität. Und wenn jetzt Leute ankommen und sagen, bei Agrapovic zahlst du aber nur den Namen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn jemand so eine Aussage trifft, dann hat er einfach keine, absolut keine Ahnung. Das Ding ist, Agrapovic, allein schon die Verarbeitung, die Qualität, die dahinter steckt, ist phänomenal. Dann die Entwicklungszeit, egal für was die jetzt Abgasanlagen entwickeln, ob es jetzt für eine EXC ist oder für einen Porsche, für einen Lambo, für einen AMG, für was auch immer. Die Entwicklungszeit, die die da reinstecken, es ist locker ein Jahr oder auch länger, je nach Fahrzeug. Das heißt, wenn Agra dann hergeht und dir verspricht, dass du deutlich mehr Leistung und deutlich mehr Drehmoment hast, was willst du denn mehr? Real Talk, Hand aufs Herz, was wollt ihr mehr? Natürlich ist auch mir klar, dass ein Hersteller viel versprechen kann, sagen kann, schreiben kann und das dann im Endeffekt aber in den meisten Fällen nicht zutrifft, sondern eher sogar noch schlimmer wird. Also wenn jetzt ein Hersteller meistens mehr Leistung und mehr Drehmoment verspricht, dann passiert es auch sehr gern mal, dass man das dann verbaut, sich freut, eventuell auf den Prüfstand geht und merkt, hoppala, irgendwie ist da sogar noch weniger Leistung als vorher. Yo. Nur ist das Schöne bei Agrapovic, dass Agrapovic, wie gesagt, die Auspuffanlage so lange entwickelt im Vergleich zu anderen Herstellern und der Preis auch natürlich nicht ohne ist, es aber so unglaublich viele Beweise, sogar auf YouTube so unglaublich viele Beweise gibt, dass sobald man eine Agrapovic-Abgasanlage montiert hat, egal ob Auto oder Motorrad, hast du einfach mehr Leistung. Und das ist auch so der Punkt, wieso Agrapovic einfach weiß, was sie da tun. Am liebsten würde ich da jetzt echt sowas von dermaßen reinknüppeln, ey. Aber ich glaube, ich kann da jetzt nichts reinschieben. Das entspricht nicht den YouTube-Richtlinien. Deswegen müssen wir das leider lassen. Obwohl? Ach komm, egal. Egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke für den ganzen Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut da rein. Ciao, ciao.